Gott. Hä? Wie? Ich kraft das nicht. Wie soll man denn da durchkommen? Man kommt da rüberspringen. Herzlich willkommen zu einem neuen Was Video geht? Von mir Apps und Games. Karl und ich sind mal wieder bei Roblox und wir werden diesmal aus einer Shopping Mall entkommen. Die ist hier direkt vor uns, also ein richtiges Einkaufszentrum. Die Southside Shopping Mall. Ob sie wohl in echt gibt, bestimmt, oder? Keine Ahnung, klingt fast so, ne? Ja. Kann ein richtiger Name sein. Ja, man kann ja auch hier anscheinend T-Shirts und so kaufen. Aha. Genau, da kann man auch T-Shirts kaufen. Okay. Und dann gehen wir jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir rein. Wir wollen doch aber eigentlich entkommen. Naja, gut. Eigentlich wollen wir entkommen, aber erstmal müssen wir reinkommen, um zu entkommen. Okay, gut. Wir müssen vielleicht auf die andere Seite. Ich glaube, hier geht's rein. Alle müssen sich anstellen. Ja. Sieht aber... Oh, das ist ja cool gemacht hier. Jetzt sind wir erstmal in so einem Klamottenladen. Habt ihr eigentlich schon unsere neuen Skins gesehen, Leute? Ich bin Mr. Supreme. Ich bin das Adidas Girl, nach wie vor. Es hat sich nichts geändert. Alles ist beim Alten geblieben. Und wie sieht's aus, Nina? Echt schnell. Wenn ich so sehe, wie du spielst, dann. Wird dir schwindelig? Nee, bist immer echt gut am Abjumpen hier. Du bist aber auch gut dabei. Ja, aber trotzdem ein bisschen langsamer als du. Okay, jetzt sind wir. Oh, ich sag dir, die nächste Ding ist richtig schwer. In einem Sportladen. Ja, ist das hier wild. Fußball und Basketball, ja. Lauf! Okay, hier kann ich hier jetzt Dings spielen? Können wir hier was Basketball spielen eigentlich? Oder müssen wir hier über die Hürden? Oh. Darf man über die Hürden. Bin schon gestorben. Nein, ich muss nochmal entkommen. Okay, und jetzt? Okay. Also es ist ein bisschen komplizierter auf jeden Fall hier aus dieser Mall zu entkommen. Zumindest aus, diesem. Ja, über die Hürden, ja. Oh, Mist. Okay, so und dann. So, und dann? Hä? Wo muss ich denn dann hin? Oder muss ich auf die Hürden, muss ich auf die Pylonen drauf danach? Hier sind ein paar Adidas-Bälle und andere Basketbälle. Ist jetzt die Frage, ob wir... Aber nein, auf die Pylonen muss man auch nicht. Hä? Wie kommt man denn hier vorbei? Gibt es hier eigentlich einen Checkpoint? Nee, ne? Der Checkpoint ist immer der Laden, glaube ich. Ich glaube, den Laden musst du immer wieder von neu beginnen. Na. Bin ich wieder gestorben. Bei dem Pylon wusste ich gerade auch nicht weiter. Oder müssen wir hier so... Oh! Ich bin einfach an den Pylon vorbeigesprungen. Das ging, aber dann wurde ich von so einem Boxsack erwischt. Komm schon! Wir müssen hier raus! Genau, einfach hier rüber springen. Achso. Und danach hier so durch. Schade! Oh! Aber die Gewichte darf man darf ja wirklich. Oh, man weiß gar nicht, was man berühren darf und was nicht. Das ist ganz cool. Alles bewegt sich, ne? Alles bewegt sich und dann doch nicht. Und, oh Gott. Hilfe! Ey, wie soll man das denn schaffen? Ich ragequitte hier gleich noch. Darf man die Gewichte nicht bewegen, berühren? Die Hantelstangen? Nee, darf man nicht. Aber ich frage mich gerade. Oh, wie hast du das geschafft? Dran vorbeigeschlichen. Haha. Jetzt geht's ins Badezimmer. Restrooms. Oh. Hier ist eine Überschwemmung. Oh, in den Toiletten ist eine Überschwemmung. Oh Mann. Bist du zeitverzögert hier bei uns? Oh. Nein, ich bin in der Pipi-Ausgrund. Ich auch. Voll drinne mit dem Gesicht. Geh du mal als erstes, du bist ein bisschen schneller als ich. Oh, ich bin im Lager angekommen. Ah, nein. Ich glaube, das ist hier ein Labyrinth. An derselben Stelle schon wieder. Nein. Tja, du hast es so mit Toiletten und... Pipi. Auf Pipi stecken. Auszurutschen. Wo geht's denn jetzt hier raus, bitte? Keep calm and escape the maze. Ja, wollte ich auch gerade. Also hier ist ein Labyrinth auf jeden Fall, Nina.
Und das ist ein echt langes Labyrinth, sage ich dir. Okay, darf ich da nicht drauf drücken? Oh! Was passiert? Ich habe drauf gedrückt. Oh. Ich empfehle dir auf jeden Fall, don't press the button. Da gibt es irgendwo an einer Stelle, wo man was drauf... Bist du schon im Lager? Ja. Ja. Da gibt es irgendwo eine Stelle, wo man nicht drauf drücken soll. Und ach, hallo, Nina. Ich habe leider auch gar nicht mehr im Kopf, wo das Labyrinth hier endet. Hier. Hier, okay. Bis hierhin bin ich eben gekommen. Und dann durfte ich hier nicht irgendwo drauf drücken. Oh, hier liegt auch einer. Der hat hier nicht mehr rausgefunden. Guck mal da um die Ecke. Ja. Der hat da nicht mehr rausgefunden, Leute. Ich hab den Ausgang. Ach so. Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich in so einem Heimwerkerladen? Nein. Soll ich das denn hier mit dir jetzt schaffen? Was? Hier geht's raus. Nee. Okay. Okay, wir müssen wahrscheinlich da lang. Ah, Vorsicht, nicht auf das Messer treten. Ja, war ich eben auch leider. Okay. So, ich hab's geschafft. Gucken, ob es Nina schaffen wird. Ich warte auf Nina. Ja, du bist auch ziemlich gut geworden in diesen Obis. Es geht. Doch, doch. Ich versuche es. Oh, Pizza. Oh, wir sind in einem Süßigkeitenladen. Ich denke mal nicht, dass wir hier die Lollis berühren dürfen und die ganz, ganz großen Bubblegums. Und nein, wir sind nicht im Bubblegum-Simulator. Oh. So. Süßigkeitenladen. Mhm. Also dürfen wir die Lollis nicht berühren? Ich glaube nicht. Au. Cola darfst du natürlich auch nicht berühren, aber ich hab's mal wieder hinbekommen. Hm. Das ist jetzt hier der Candy Dragon. Oh, da darf ich doch gar nicht durch! Komm schon. Mr. Supreme. Hast du es geschafft? Die Cola? Nein, ich bin bei der Schokolade hinten hängen geblieben. Mann! Nein, auch bei mir bei der Schokolade. Oh, bin ich gegen so einen dicken Bonbon gekracht. Oh, das ist total oft so, dass man Sachen schafft und dann beim nächsten Anlauf nicht mehr. Ja, aber das ist halt vielleicht auch die Challenge hier bei der Obi. Dass man den Raum immer wieder von neu starten muss. Hey, das mit der Schokolade ist ja mega anstrengend. Nicht mal ein bisschen berühren. Du, Nina hat es mal wieder nicht geschafft. Das ist die alte Nina, so wie wir sie kennen. Wieso denn? Ich habe das Ding nicht berührt. Der lügt, dieser Herr Roblox. Muss ich den anderen Weg gehen? Einfach durchspringen, einfach durchspringen, einfach durchspringen. Und jetzt? Darf ich auf die drauf oder nicht drauf? Ich denke mal eher nicht drauf. Auf die Bonbons hier. Oh, ich bin im Lego angekommen, im Spielzeugladen. Im Spielzeugladen angekommen. Oh Gott, und ich bin gestorben. Oh Mann, oh Mann. Ey, willst du mich äppeln oder was? Oh, ich bin auf die... Muss ich jetzt wieder... Mann, ich war bei der letzten Stage mit diesen Drops auf dem Boden. Jetzt muss ich alles wieder von vorne machen? Dieses Spiel raubt mir den letzten Nerv. Komm, ich warte ein bisschen auf dich. Hm. Weißt du was? Das dauert mir ein bisschen zu lange bei dir. Was denn? Wartest du nicht auf mich? Nein. Geh ruhig. Macht mir gar nichts. Mach ich auch. Oh, hier bin ich wieder. Ach, das erinnert mich an den Toys R Us, wo ich war. Oh Gott. Geschafft. Oh Gott. Hä? Wie? Ah! Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ich kraft das nicht. Wie soll man denn da durchkommen? Man kommt da rüberspringen. Rüberspringen? Ich bin da durch. Das eine Ding ist ja so.
Ja, super! Anina, beeil dich mal ein bisschen, ey! Was passiert? Ich wollte dich nicht berühren und bin deswegen. Ja, ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ups. Oh! Meine Füße wurden abgefahren von einem Auto. Krass. Tschüss. Tschüss. Komm schon. Aber das hier mit den Autos ist doch ziemlich schwierig, muss ich sagen. Gott. Ich hab voll die Panikattacke. Ich wusste nie, dass Spielzeugautos so gefährlich werden können. Und jetzt? Einfach durchgehen. Klar, warum auch nicht? Oh, hier sind ganz dicke Wachsmalkreidestifte. Okay. Ich hab's geschafft. Ich bin, hab den ersten Korridor jetzt hier mal geschafft. Das geht jetzt in den nächsten Laden. Oder geht's nach oben? Ich kann mich hier auch kurz hinsetzen. Oder bin ich schon raus, Nina? Das weiß ich gar nicht. Nee, 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 wir müssen nach oben tatsächlich. Über ich bin die, bei Legostein nach wie über vor. Die, ich muss die Autos schaffen. Wie hast du das gemacht mit den Autos? Über die Rolltreppe tatsächlich. Einfach drüber, ne? Drüber springen oder durchlaufen? Drüber springen und laufen, beides. Klappt nicht. In die Rolltreppe hoch und dann geht's wohin? Ach, hier links. Oh, nee. Oh, ich bin am Heimwerker. König. Oh, Mark. Yes. Weil da stand halt Hardware Master. Was ist los? Ich gebe mir einfach keine Mühe mehr, weil ich keine Geduld mehr habe. Bohrer und so. Schön. Ja, tut mir leid, ich kann nicht mehr auf dich warten, ne? Nee, nee, ich weiß, dass du schon abgehauen. Ich bin auch jetzt im Möbelgeschäft. Boah, oh, die sind von der Figur, die sind einfach gigantisch. Nein, nein, nein! Wozu? Gedulde dich doch! Und dann hier rüber. Geht's hier ganz an der Wand lang. Ich trau dem Braten nicht. Okay, so aus dem Möbelhaus bin ich jetzt auch raus. Nee, ich muss auf jeden Fall springen. Ich bin immer noch bei den Autos. Es wird heute nichts mehr mit mir. Was sagst du hier? Ich bin jetzt, oh, bei Slush bei Karl in einem Slushy-Laden. Oh, darauf hätte ich jetzt eigentlich Lust. Wenn es kalt ist. Ein Slushy? Ihr auch, Leute? Du auch, Nina? Nee, ja. Davon kriege ich immer Gehirnfrost. Und Zahnschmerzen auch. Komm mir nicht mit Zahnschmerzen. Empfindliche Zähne. Nicht jetzt mit Zahnschmerzen. Da bin ich momentan ja, sowieso. Besser nicht. Nicht ganz Lieblingsthema. Ganz schlimme Zahnarzttermine momentan. Oh Mann! So! Auch den Slushy-Laden habe ich geschafft. So, dann geht's. Danach geht's in die Buchhandlung, tatsächlich. Oder geht's auch ein, habe ich das Gefühl. Was ist das? Victory Lounge. Wie? Habe ich schon gewonnen? Ich glaube, habe ich schon gewonnen, Nina? Hast du schon gewonnen? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich komme an den Autos nicht vorbei. Ach komm schon, das kriegst du hin. Nee. Komm schon. Nee. Wie viel kommt denn noch danach? Ja, noch ein bisschen was kommt. Du bist Stage 7, bis Stage 13 geht das. Ach so, ja, nee, so lange brauchst du nicht mehr. Ich bin aus der Mall entkommen. So, ich werde mir hier nichts gönnen, denn ich habe hier schon mein eigenes Supreme Outfit. Kann ich nicht zu dir kommen jetzt? Wo bist du nochmal? Ach, da. Oh, nein, ich muss das jetzt alles nochmal von vorne machen? Ich komme jetzt zu dir, warte. Oh, man. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich finde, die sollten ruhig mal ein paar häufigere Checkpoints hier einbauen. So, ich gucke mir jetzt Nina hier an. Ja, klasse. Nina ist gut dabei auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Was das? Ja, komm, einmal noch. Versuch's noch. Von mir aus gerne. Dieses eine Mal noch. Komm schon, Nina. Wir glauben an dich. Mhm. Get it! Einfach drüber springen. In allem. Nochmal. Nochmal, jetzt. Ja, da, so weit war ich schon.
Dann bin ich bei den Lego-Steinen. So, okay. Komm, wir machen das zusammen. Warte, warte. Komm, wir machen das zusammen. Nee, das irritiert mich. Geh weg. Komm, zack, jetzt hinterher. Guck, ich bin mit dem Hacken da hängen geblieben. Oh, jetzt bin ich auch wegen dir hängen geblieben. Naja, egal. Ich habe ja schon alle 13 Stages hier geschafft. Leute, ich bin aus der Mauer entkommen. Nina, lass ich einfach hinter mir. Tut mir leid, Nina, es geht nicht anders. Ich bin einfach getrappt hier. Ja. Egal, ich gehe gerne shoppen. Mir macht das nichts aus. Außer am Samstag, da gehe ich nicht so gerne in die Shopping Mall. Ist mir zu voll. Das stimmt wohl. Leute, habt ihr bei euch auch ein Einkaufszentrum bestimmt, oder? Wir in Bielefeld haben wir dieses Loom jetzt mittlerweile. Na egal. Leute, schreibt in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen runter, Leute. Und Nina? Dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Yes. Tschüss. Ciao.